Servus und herzlich willkommen in Nürnberg. Jo, jetzt gucken wir mal, was wir hier so alles finden. Im Moment sind wir in so einem Moment. Komische Teil. Ob es da viel zu filmen gibt, weiß ich noch nicht so genau, weil es ist natürlich viel los, klar. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Also wenn ihr Lust habt, gehen wir gerade mit. Bis gleich. Oh je, yeah. Schon ein fürchterliches. Die Susi Auto ist auch dabei. Und die Waldfee. Die können alle nicht sprechen. Und was kommt? Treppe, Treppe, Treppe. Ist klar. Und man muss rentiert sich. Okay. Darauf wollen wir. Na, macht Spaß jetzt weh bei 35 Grad. Nee. Ja, wenn ich so schön, aber natürlich geht's gleich wieder volles Programm. Und wir sind noch gar nicht am Wandern. Okay. Sieht aber vielversprechend aus. Ja? Du gehst zur Burggarten. Scheiße, Burg ist die andere Richtung. Ja, oh, ne, oder? Da ist eine Burggarten, ne? Ja. Okay, jetzt gucken wir mal, wo der Burgeingang ist, weil der Burghof war jetzt nichts. Da vorne sieht es dann schon wieder vielversprechender aus. Ja, ja, so ist es halt, wenn man fremd ist und nicht weiß, was kommt. Nürnberg ist halt auch gewaltig zweifellos, ist ja aber klar. Ist ja jetzt nicht gerade Dorf. Von daher. Passt das schon? Genau. Okay, das ist auch kein Eingang. Ah, die Mädels haben schon eine Pause gefunden. Aber das ist mal jetzt was, glaube ich. Aussicht. Oha. Auch jemand ein paar Burgsteine. Ja. Okay, ich glaube, euer Gang haben wir gefunden. He? Schauen wir mal. Schön ist es. Okay, scheinbar ist dort euer Gang. Das war nicht euer Gang. Irgendwo muss doch. Ach guck mal, da steht's doch. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Cool. Und schon geht's los. Die Menschenmenge. Okay, da ist der Eingang. Jetzt gibt's aber erstmal eine schöne Aussicht. Okay, schöne Aussicht. Liegt auch eher im Auge des Betrachters. Hier ist dann die Altstadt, sieht man sofort. Okay, und hier sind wir reingekommen. Jetzt mal ein bisschen weniger los. Da, Susi Auto ist am Planen. Guckt euch an. Hallo. Die Touristenführerin halt. Jo. Und das Waldfee ist der Hundeführer halt. Und ich bin der Kameraführer. Ha. Jo. Passt ja zu Nürnberg. Ups. Habe ich aber jetzt was gesagt. Okay, jetzt gucken wir mal, was man da so alles sieht. Ich habe nämlich fast die Vermutung, nicht wirklich viel. Ich hoffe, dass das Video auch was wird. Also wenn das auch so ein bisschen komisch wird, verzeiht man es. Aber hier ist der Teufel los.
Also Nürnberg bis jetzt nicht wirklich empfehlenswert. Es sind zwar ein paar super geile Gebäude, klar, der Brunner, die Burg jetzt hier, die Stadttor, dann gibt es noch irgendwelche Mühle, Wassermühle und was weiß ich. Vielleicht sehen wir das Ädor nachher noch, das werden wir jetzt sehen. Aber so der Masterplan ist im Moment, dass wir dann vielleicht noch in eine andere Altstadt gehen. Weil heute gibt es halt noch wohl Städtetürcher, weil, habe ich euch vorhin schon gesagt, 35 Grad. Das machen wir nicht mehr. Das haben wir jetzt immer gemacht, das hat uns gereicht. Und im Urlaub dann da liegen und nichts mehr machen können, wäre ein bisschen blöd. In diesem Sinne, da vorne ist jetzt der richtige Eingang, so wie es aussieht. Dann werden wir mal gucken, was das überhaupt Eintritt kostet. Dann werden wir weiter sehen. Oh, das müsste ich auch gucken. Jo, so könnte man es aushalten, ne? Miet 650 Euro am Tag. So, jetzt sieht man den Turm nochmal besser. Ja, gut gemacht ist es. So, guckt. Schon witzig. Wulla, die Waldfee. Das nenne ich mal einen Eingangsbereich, wa? Die Aussicht, Moment, checken wir mal gleich ab. Okay, cool. Wer lesen will, Pause drücken. Okay. Bis jetzt. Und Treppe. Da wird es doch schon interessanter. Ich schneide es dann später. Das da ist der Pfälzer Humpe. Man kommt vor uns. Sorry, Licht kann ich leider nicht anmachen. Das wurde mir gerade untersagt. Als Waldfälscher kräftig dabei. Gut gemacht. Thank you.
Da ist er wieder. Pfalz-Wölfe-Ritter. Kennt ihr wirklich schon die Pfalz-Seite? Guckt. Oder am Wampe. Wenn ich mal da hinten drauf stehe. Ei, kenn ich die? So ein Ausstellungsstück? Okay. Weiß, ob man es lesen kann. Also alles zeige ich euch nicht, sonst komme ich da heute gar nicht mehr raus. Oho. Alles in der Glas. Klar. Reflektiert ohne Ende. Okay, das war jetzt schon die Burg. Also ich fand sie nicht wirklich so toll. Hätte man sie schenken können. Gut, da ist jetzt noch der Brunnen. Das Brunnenhaus ist da jetzt noch dabei und der Turm. Das soll ich jetzt auch mal frei machen. Da gebe ich gerade die Kamera mit, soll zu filmen. Da drin sind wir dann auch gemacht worden, weil der Stick zu lang ist. Hat man ja geglaubt, dass ich den Stick nicht noch ein bisschen kürzer machen kann. Ich soll dann aufpassen. Da denke ich immer, ja, genau. Alter Schlapper. Da unten die Leute total freundlich im Eintritt. Da oben die haben wir Fress gezogen. Das war Ware gebracht. Okay, fast 7 Euro Eintritt. Also meiner Meinung nach könnt ihr euch das schenken, unnötig, lauft ein bisschen da rum, macht ein paar schöne Fotos und dann ist gut. Das reicht schon, der Insider nicht viel. Aber passt auf, Dido, der hat es gefallen. Ich weiß auch warum. Gell, der hat es gefallen. Und warum? Beim letzten Raum war so Pferdeausrüstung. Pferdeausrüstung, genau. Mit Ritterrüstung, gell? Hm, ja, das gefällt dir, klar. Muss man dazu sagen, mein Kind ist so Pferde, ne? Habe ich glaube ich schon nochmal erwähnt. Jo. Für die Kleber, das ist natürlich super, aber wenn jemand so wie ich das schon tausend so Dinger gesehen hat, ist das total uninteressant. Aber 7 Euro für den ganzen Trödel da, finde ich ein bisschen heftig. Haben wir schon besseres gehabt, gell, mein Schatz? Für weniger Geld. Ah, ne, die hat glaube ich auch 7 Euro gekostet. Das weiß ich gar nicht mehr. Okay, in diesem Sinne, ich gucke mal, ob meine Frau das filmen will, da in dem komischen Brunnenhaus. Das ist aber nichts Besonderes, ich zeige es euch mal. Moment. Das da ist das Brunnenhaus. Also, so wie es aussieht, nur das da. Und dann ist halt da noch der Turm. Ich weiß gar nicht, ob der Turm sogar sowieso frei zugänglich ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ich kann euch sagen, 7 Euro ist Quark. Okay. Schauen wir mal. Frage? Filmst du dann oder? Ja, ist nicht so. Okay, sie nimmt es mal mit. Also, wisst ihr Bescheid, wenn es da noch ein bisschen wackelt und so, ich weiß nicht. In diesem Sinne, bis gleich. So, dann laufen wir mal die 1000 Treppen da hoch. Ach Gott. Huch, ich fall gleich mal. So. Wo geht's hoch? Oh, ganz so oben. Wenn ich oben bin, melde ich mich wieder. Ach Gott. So, oben angekommen. Hat man dann den Blick über Nürnberg. So. Und dann müssen wir das Ganze wieder runter. Aber das ist ja nicht so anstrengend wie hoch. So, und von der anderen Seite hat man dann nochmal einen Blick auf die Burg von oben. Gehen wir weg, Schatz. Ich kann halt nicht so gut filmen da mit einer Gitterstäbe zwischendrin. So. So, mehr geht nicht. So, und dann gehen wir jetzt wieder runter. Geht der Brunne tief runter, ne?
nach unten. So hat er sich das vorgestellt. Jetzt geht wieder nach oben. Das Wichtige ist, dass es im Lot gebaut ist. So, das war jetzt noch der Brunnen. Und wir haben gerade gesagt bekommen, dass das Wasser, das da unten noch ist, sogar noch Trinkwasser ist. Also man könnte es heute noch trinken. So, jetzt mache ich Feierabend und dann kriegt es mein Mann wieder. So, das war jetzt noch der Brunnen. Das war's von mir. Noch eine kurze Info, wo wir bekommen haben, ist, dass der Brunnen, das Wasser unten, immer noch trinkbar ist. Also wenn man möchte, könnte man davon noch trinken. So, das war's jetzt aber und nachher geht's wieder mit meinem Manager weiter. Hast du eben Manager gesagt? Manager? Okay. Also so wie es aussieht, so wie sie erzählen, die zwei, war ja der Brunnen und der Turm gar nicht immer so schlecht. Oder? Was ist? War er gut? Ja. Ja? Okay. Also gut war's. Habe ich also den Mist gemacht und die haben es Gute gemacht mit meiner Eintrittskarte. Fand ich witzig. Das Witzigste aber an der Geschichte ist, die Eintrittskarte ist nicht abgerissen. Aber also meine Frau kann jetzt auch noch einmal da reingehen. Aber jo, es rentiert sich nicht. Also wie gesagt, wenn er dann der Brunnen und der Turm habe ich auch geguckt, das kann man auch einzeln kaufen, glaube ich. Ja. Und das Museum da, das kann man sich eigentlich schenken. Ich guck mal, was ich da jetzt überhaupt zusammenschneiden muss, weil das war auf dem Film total bescheuert. Wie gesagt, was ich vorhin ja erwähnt habe, sind mir auch gleich blöd auch gemacht worden, weil der Stab zu lang wäre. Soll man den Stab kürzer machen? Geht gar nicht. Ja, da unten der Eintrittskasse habe ich extra noch froh wegen dem Film. Alles kein Problem, ne? Habe das Ding noch gezeigt, alles super. Und da hinten wäre schon blöd auch gemacht. Scheinbar sind das so irgendwelche Securities oder was weiß ich. Auf jeden Fall sind das unfreundlich ohne Ende. Jo, in diesem Sinne, ich hoffe, die Burg hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Mal gucken, was wir weitermachen. Okay, da ist der Weg da hoch und das außenrum fast interessanter. Moment, nur um einen kleinen Rückblick. Also das sieht ja wirklich cool aus, so alles. Ach da, das Eingangstor vorne. Jetzt gehen wir aber ohne rum. So ein wunderschönes Fachwerk. Oh, wir haben wieder die Diskussionen da, mein Kind. Was willst du unbedingt haben? Mädchen. Aha. Von der Sicht haben wir es noch gar nicht gesehen. Moment. Bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon so gezeigt habe. Okay. Naja, von außen sieht es schon cool aus. Mehr war nicht. Aber wie gesagt, den Turm habe ich jetzt nicht gesehen. Muss ich mich auf meine Frau verlassen. Meine Frausche? Ne. Was hat sie gesagt? Menschen, gell? Männchen. Frauleche. Ach. Das sieht immer verschärft aus. Cool. Ah, schade, das kann man wieder nicht so festhalten, wie es ist. Okay. Du gehst schon wieder runter. In die Stadt. Ins Gemenge. Diese Urlaubstouristen, furchtbar, da steht auch schon wieder so ein Tourist. Gell, du Tourist? Bist du ein Tourist? Bratwurst-Lasagne. Okay. Wo steht denn das? Käsespätzle mit hausgemachter Bratwurst-Lasagne. Da guckt, was die alles essen. Die komische Franke. Naja, ja, ja. Da haben wir wieder ein schönes Fachwerk, super. Und da oben haben wir den Fallzwölferritter. Okay, ich kann euch nicht sagen, wo wir jetzt auch gekommen sind. Aber wahrscheinlich kommt man da über diese komische Mauer. Oder da vorne zeigt das, war die. Hab ich auch nicht. Kann ich das wieder lesen? Es kotzt mich nur noch rein. Da geht's nicht da hoch. Da geht's in den Garten. Wir gucken mal schnell. Ich gucke mal Lina, wo Lina hoch. Ja, dann treffen wir uns hier. Hunde sind nicht erlaubt. Und warum ist das so? Weil es eben genug Hundebesitzer gibt, die ihr Hunde überall die Scheiße lassen und sie nicht wegmachen. Und die normale, so wie wir, müssen dann drunter leiden. Dankeschön an alle an dieser Stelle. Da kommt man nicht nur in der Garde, wahrscheinlich kommt man da auch dann so hoch. Natürlich ohne Hund und ich laufe jetzt nicht das ganze Ding ohne die Frau, weil wir kämpfen ja dann vorne raus und dann müssen wir ganz anders zurücklaufen. Also schon wieder nichts.
Fränkisch Schweiz. Sehr kinderfreundlich, fast alles eintrittsfrei bis 18 Jahre. Oder dann bis 15 Jahre, je nachdem. 18. Und, aber hundefreundlich kenne ich besser. In Bayern ist das ein ganz anderes Lied. Gell? Also in Bayern in diesem Sinne, Allgäu und so, ne? Ihr wisst ja, weil die Fränkisch gehört ja auch schon zu Bayern. Jo. Jetzt geht's wieder Richtung Stadt. Beziehungsweise, wenn wir gucken, ob wir jetzt vielleicht sogar ans Auto gehen und gar nicht mehr groß weitermachen. Das sehen wir jetzt gleich mal noch was finden. Und dann vielleicht noch einen ganz anderen Ort auffahren, der noch viel idyllischer ist. Schauen wir mal. Schade, jetzt würde man wirklich gerne laufen. Sieht echt vielversprechend aus. So wie das aussieht, geht das so ganz die Mauer entlang. Ich weiß nicht, was das mal war. Man müsste halt jetzt mal ein bisschen recherchieren. Schön, schön ist es. Das Waldfäsche. Guck doch mal, wie sie läuft. Da, kleine Zicke. Ha, da sind Wohnungen drin. Ja. Nicht schlecht. So, Deli, jetzt sind wir aus dem Nürnberg draußen. Was soll ich dazu sagen? Sollte man nochmal in die Fränkische Schweiz Urlaub machen, gehen wir nicht mehr nach Nürnberg. Oder? Du? Was sagst du? Gefällt dir Nürnberg? Mhm. Wir waren die Nürnberger Würstchen. Na geil, 3,50 Euro. Drei so große Nürnberger auf dem Brötchen. Also man hat eigentlich nur Brötchen gegessen für 3,50 Euro mit drei so. Geil, Omat. Das Parken war geil. Was hat das Parken gekostet? 8 Euro. Wir waren 3 Stunden und 24 Minuten waren wir drin. Und haben 8 Euro, ich glaube 8,50 Euro, oder? 8 Euro, genau. 8 Euro Parkgebühren gehabt. Gut, das ist halt auch eine Großstadt. Jo. Und jetzt sind wir hier in Forst. Und da denke ich mal, ey. Forstheim. Ah, Forstheim, sagt man Frau. Kennt ihr ja das Problem. Auf jeden Fall muss man feststellen, wir müssen in die Fränkische Schweiz fahren, um, Moment, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Kann man es lesen? Ich glaube nicht. Vorlesen. Ah, das kann man lesen. In ein Pfalzmuseum zu gehen. Okay. Das Gebäude ist aber cool. Klar, ist ja auch ein Pfalzmuseum drin. Ja, jetzt gehen wir mal ein gemütliches Eis essen. Gehst du mit? Mhm. Hast du eins verdient heute? Mhm. Warst du brav? Mhm. War die brav oder was? Immer. Ja, ist immer brav. Wenn wir trotzdem Eis essen? Ja. Lena kann ja nicht da bleiben mit dem Hund. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt drauf gerade abschaue, wenn ich nicht das Display geguckt. In diesem Sinne, das tun wir jetzt auch vielleicht noch ein bisschen erkunden. Aber erst gehen wir mal Eis essen, sonst geht die daneben mit tierisch auf den Senkel. Jo, dann gucken wir mal, ob man da auch noch was zu sehen kriegt oder nicht. War es das vielleicht sogar schon, wenn wir da jetzt gleich sehen. Das sehen wir ja dann. Jo, in diesem Sinne, wenn euch es trotzdem einigermaßen gefallen hat, die Burg war ja doch das eher der andere, dann geben wir mal einen Daumen hoch. Wie immer. Aber dranbleiben, es ist noch nicht fertig. Wir gucken mal, was noch geht. Weil es ist jetzt, wie viel Uhr haben wir? 18 Uhr, 17 Uhr? 17 oder 18 Uhr, keine Ahnung. Auf jeden Fall immer noch über 30 Grad warm. Mhm. Jo. Und wir gehen jetzt Eis essen und ihr nicht. Bis gleich. So, Deli. Unser Eis haben wir gekriegt. Wie sich das so gehört. Jo, war nicht gerade billig. Das Eis wird ja immer teurer, klar. Desto hinten hätte eigentlich noch ein kleines Museum geben sollen, aber das wird jetzt zu. Eigentlich wollten wir auch noch in den Turm. Da ist eine kleine Festungsanlage im Hof. Kleiner Moment. So, da sehen wir das. Jo, da hinten drüber scheint irgendwie was sei. Keine Ahnung, wissen wir jetzt halt nicht. Moment, jetzt sehe ich euch nicht mehr. Ah, eben. Jo, aber alles zu schon jetzt. Es ist auch schon ein bisschen später, die Sonne geht schon unter. Knallt aber immer noch hier ohne Ende. In diesem Sinne, ich hoffe, das Nürnberg oder ist einigermaßen gefallen. Das war jetzt einfach zum Ausklinken wieder. Zum Ausklinken? Oder ist das Ausklinge? Egal, das ist mal drin. Okay, Moment, ich hab noch eine. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh, sie sieht nichts, das arme Mädchen. Da haben wir noch die Waldfee. Na, schau, tschüss, oder? Tschüss. Tschüss, ich hab gerade den Kopf drauf von dir. Du wirkst so klein heute. Dabei ist die gerade noch ein Kopf kleiner wie ich, mehr nicht mehr.
Jo, wie man es hört, sind wir ein bisschen gestresst, wir sind ein bisschen müde gerade. Das Nürnberg hat doch ganz schön geschlaucht. Das Park war alle schon eine riesige Aktion, mein lieber Scholli. Hab's euch schon erzählt, was das gekostet hat. Wenn ihr nach Nürnberg fahrt, fahrt auch am besten direkt in ein Parkhaus, weil draußen die ganze freie Parkplätze, also im Freien die Parkplätze, sind alles nur für Kurzzeitparker. Kann man also auch vergessen, ist man eigentlich mal eine Stunde unterwegs. Jo, von daher haben wir halt gleich ein Parkhaus angefahren. Aber der Preis war halt geil. Jo, in diesem Sinne, ich hoffe, das hat trotzdem ein bisschen gefallen. Es war jetzt diesmal nicht ganz so viel Action geladen. Ein bisschen von Nürnberg, ein bisschen von hier. Wobei hier war es jetzt nicht wirklich viel. Wir gucken uns jetzt noch das Städtchen an. Das machen wir aber ohne euch, weil wir sind jetzt miet. Mein Akku wird leer. Wir lassen es jetzt ausklingen. In diesem Sinne, macht's gut. Wenn es wieder ist, Pfalz 12 an Tour. Jetzt geht es ja eigentlich langsam in die Höhle. Das Wetter wird jetzt auch bald abkühlen. Von daher können wir noch ein bisschen was ausstellen. Ciao, macht's gut.